Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu LS15 Aggendorf 231 mit Freezy und Randy. Hi. Hallo. So. Weiterhin am Ernten. Ihr wisst nicht, was mir diese Woche passiert ist. Wirst du uns diese jetzt Woche erzählen? Diese Woche noch. Sag mal ein Datum dazu. Am Mittwoch. Mhm. Also vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen, ja. Da stehe ich bei mir an der Firma auf dem Hof mit einem Lehrling. Alles ganz normal, wir haben Sachen eingeräumt, dann standen wir an den Müllcontainern, halt die Kartons, ne, leer machen. Auf einmal fährt ein Auto auf dem Parkplatz, ja, nix bei gedacht. Einen Moment. Payment. Halt die Schnauze, tisch, tisch. Mikrofon aktiviert. Das geht kurz verbrüht. Ja. Nein, ja gut, Auto fährt, wir standen da, bla bla. Ja, kommt zu uns hin, ich bräuchte für den Schrank, bla bla, die und die Schraube, ja. Der Lehrling stiefelt los und ja, der Typ steht aber da und bleibt einfach bei mir stehen. Ich denke mir so, ja, warum läuft er nicht hinterher? Ich so, ja, mir auch scheißegal, der Lehrling muss laufen, ne? Und dann sagt er, ich wusste, dass ich dich hier finde. Ich gucke ihn an, ich so, ja, schön, ne? Ja, so ungefähr, ne? Ich so, ja, weißt du, wer ich bin? Ich so, ne, keine Ahnung. Sagt mir irgendeinen Namen. Ich bin ein Abonnent von dir. Ich sag, oh nee, Alter, nee, echt, jetzt steht da ein Abonnent bei mir auf der Arbeit und quatscht mich tot. Ich dachte, oh je, was geht denn hier ab? Und dann sagt er so, ich komm Freitag nochmal wieder. Und dann habe ich mein Buch mit und dann will ich ein Autogramm. Ich so, ja, ja, alles klar. Ich schnell wieder in mein Büro rein, Tür zu, bevor da irgendjemand kommt und fragt, wer war das denn? Morgen ist Freitag. Ja. Also heute. Musst uns ja dann erzählen, ob er da war, ne? Ja. Bei der nächsten Aufnahme. Ja. Ich bin schnell mein Buch wieder gegangen. Es war nix. Wir haben ja dieses riesige Rapsfeld hier. Was wollen wir eigentlich mit diesen ganzen Raps? Haben wir aber eigentlich für Diesel gebraucht, meines Erachtens noch. Wir haben kein Diesel und kein Schmiermittel, genau. That's it. Übrigens, Pharma-Tablet ist das hier vorbereitet, ne? Ach echt? Ja. Und einer von dem FSM-Team, müssen wir noch kurz abklären, weil der YouTube-Account steht einfach nur FSM. Hat einen Kommentar geschrieben, dass er sich gerne anbietet, bei uns mitzuspielen. Und uns hier ein bisschen zu begleiten. Die letzten paar Tage vor dem 17er eben noch, sind ja doch noch, sage ich mal, so 40, 50 Folgen, die hier kommen. Ja. Tage. Und uns zu begleiten. Und das finde ich ein super nettes Angebot. Wird mir auf jeden Fall wahrnehmen. Also das wäre echt super nett und super lieb. Deswegen einfach nochmal melden, dass wir da Aufnahmetermin eben fix machen können und würden dann in der nächsten Aufnahmesession oder dann beziehungsweise ab der Folge Montag wird man dann eben, wenn es denn klappt, mit dem netten Herrn, wer es auch immer sein mag, ich vermute es Atabako war, ich bin mir nicht sicher, vom FSM-Team dann aufnehmen. Schauen wir mal. So, ansonsten, ja, was gibt's sonst Neues? Nix. LS17 gibt's ja was Neues. 0-0. Ich hab total interessantes. Ich hab's gesehen, ich dachte, ich falle aus allen Wolken, Alter. Nice, oder? Kam aber richtig gut an, muss man ja. Also, jetzt gut für uns, schlecht für Peter. Aber. Euer Sinn und Zweck. Einfach mal die Meinung sagen, ne? Ja, was heißt die Meinung sagen? Ich denke, es ist eher eine Information, die die wenigsten wussten. Na, dass Peter da einen Brief hingeschrieben hat. Peter. Und ich weiß auch nicht, warum Peter jetzt auf einmal ein Problem hat. Obwohl der Hans schon wieder da ist. Ah, Peter war schon immer komisch. Nein, aber auf jeden Fall, es ist recht interessant. Ich fand es unglaublich krass. Also unglaublich krass, diese Reaktion auf das Video, was wir gemacht hatten. Und zwar, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hab's mal wie die Bild-Zeitung gemacht. Ich habe mal im Titel geschrieben, LS17, oh mein Gott, was habe ich reingeschrieben? Kein LS17 dank Peter Tierschutzorganisation. Jetzt kommt's, Satzzeichen sind ein wichtiges Gut in unserer deutschen Muttersprache. Fragezeichen. Ne? Es ist natürlich eine Interpretationssache, ob ich eine Aussage mache oder eine Frage stelle. Kann ich aber ganz leicht ändern, indem ich einfach ein Satzzeichen hinzufüge. Habe ich direkt dreimal gemacht, falls es einer übersieht. deswegen. Es war nur eine Frage, ne? Klar, der eine oder andere hat sich wieder beschwert. Aber es hat sich sehr in Grenzen gehalten. Der Große hat es also verstanden.
Nichtsdestotrotz. Da waren aber auch. Nichtsdestotrotz stand dann hinten drin noch, also im Titel noch mit, Schweinezucht soll Schlachthof bekommen, ne? Oder nee, Schweinezucht soll Schlachthof zeigen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, irgend sowas. So, das war mein Titel, wie die Bildzeitung eben. Und ja, ich habe unglaublich fast 300 Kommentare auf das Video. Oder mittlerweile könnten es sogar über 300 sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist eine unglaubliche Resonanz, die da stattgefunden hat. Aber zu 99% durchgehend positiv. Darum haben wir eben auch gebeten gehabt, einfach so offen und ehrlich die Meinung zu sagen. Das kann man machen, aber eben sachlich zu bleiben und eben nicht hier in den Kommentaren sich gegenseitig zu zerreißen oder uns zu zerreißen oder Peter oder was weiß ich. Man muss sagen, es waren ein paar üble Kommentare gegen Peter gerichtet dabei. Aber ja, okay. Einer hat direkt wieder geschrieben, toll, mein Geld ist weg. Ja, das habe ich auch gelesen. Da hat dann einer drunter geschrieben, mein Gott, ey, das eine 17 kommt trotzdem, keine Angst. Die Kohle kann ich mir abschreiben, das war das Kommentar. Krieg ich nie wieder. Oh Mann, ey, das ist unglaublich. Ja, aber wie gesagt, also ich war sehr positiv überrascht und deswegen vielen, vielen Dank. Auch sehr, sehr viele Likes auf das Video und ja. Ist wirklich super. Also finde ich cool, dass die meisten Leute das verstanden haben. Auch das, was wir übermitteln wollten in dem Video. Denn eine Tierschutzorganisation, das kann man hier auch nochmal sagen und betonen, ist ja auf gar keinen Fall irgendetwas Schlechtes. Im Gegenteil, ne? Tiere sind Lebewesen. Ich habe selber ein Haustier und ich finde einfach, Tiere haben es auf gar keinen Fall verdient, irgendwie zu leiden oder... ja, wenn man jetzt sagt, ein Tier darf nicht unmenschlich behandelt werden, das beißt sich ein bisschen, ne? Das ist ja kein Mensch, aber egal. Wie gesagt, also Tiere gehören genauso respektvoll behandelt und so weiter und so fort. Und ich finde es gut, dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen. Allerdings finde ich es nicht gut, wenn sie diese Videospiele tun. Weil diese Tiere tatsächlich noch nie in ihrem Leben geatmet oder hatten oder einen Puls haben, ne? Und deswegen ist es einfach so, dass ich das schon ziemlich lächerlich fand. Und einfach auch Geldverschwendung finde. Peter ist ja Verein. Und das Geld ausgegeben wird für solche Sachen, weil die kosten eben Geld, um Aufmerksamkeit zu kriegen, was auch immer, finde ich Quatsch. Ich finde es totaler Nonsens. Vor allem, weil der Landwirtschaftssimulator auch mit seinem Zuchtbetrieb ja ein harmonisches Aufwachsen der Tiere, ne, ohne in eingepfercht, ohne Zwangsbefruchtung, wie da geschrieben wird von Peter, in irgendwelchen Käfigen, wo sich die Schweine nicht mal rumdrehen können, das wird hier in keinster Weise nur in irgendeiner Art und Weise gezeigt, verherrlicht oder befürwortet. Und deswegen, es sind die glücklichsten Schweine auf der Welt hier im Landwirtschaftssimulator, das können die lieben Peter-Mitarbeiter glauben. Und von daher sollten sie einfach eigentlich eher ein Lobbrief. Aber ich glaube, das, was Peter will, ist alle bekehren. Kann das sein? Das kann sein. Ich meine, ich habe ja viel in den Kommentaren gelesen, was eigentlich auch also eigentlich auf den Punkt gebracht hat, es ist ein Landwirtschaftssimulator, kein Schlachthofsimulator. Naja, deswegen, und, da schon mal komplett wie gesagt, es tut in keinster Weise Tierquälerei verherrlichen. In keinster Weise. Nee. Formlösen davon. Ich meine, ich bin ja, hier gerade auf dem Schlacht, auf unseren Kuhhof-Dings. Die laufen hier schön frei rum. Aber schau es im Hintergrund. Ja. Ja. Das ist toll, wie die Schweine gerade geschlachtet werden, Junge. Ja, nee, nein, aber das Fall. War ja so, und der Landwirt hat ja auch nichts, also landwirtschaftliche Betriebe haben ja auch nichts mit Schlachtung zu tun. Das ist ja ein komplett anderes Milieu. Ja, aber soll einfach eben dem Spieler soll eben demonstriert werden, was für eine Schattenseite das Ganze hat. So ein Blödsinn, oder? Ich meine, dass es Vegetarier, Veganer gibt und so weiter, ist alles gut und schön und sollen die Leute machen. Wer kein Fleisch essen will, umso besser. Aber im Großen und Ganzen, wir sind sowieso eine, sag ich mal, übertriebene Konsumgesellschaft und vor allem eine Wegwerfgesellschaft, die quasi viel zu viel wegwirft und vor allen Dingen Essen. Wir werfen so viel Essen weg, wir verschwenden so viel Essen. Es ist unglaublich. Ich wollte nicht wissen, was wir an Essen wegschmeißen, was wir vielleicht, wo alle auf der Erde satt werden würden, ne? Problemlos und so weiter. Und das ist halt, das ist schon schlimm und das ist sehr, sehr traurig. Und natürlich, sag ich mal, kommt so auch eine Massentierhaltung zustande, indem wir eben so verschwenderisch sind. Und eben das einfach ohne Sinn und Verstand in uns reinmampfen. Aber
wie gesagt, es hat nichts mit dem LS17 zu tun und das sollte einfach nur klar zum Ausdruck gebracht werden, dass der LS17 absolut nichts mit Tierquälerei zu tun hat oder irgendwas, dass eine PETA-Tierschutzorganisation da aktiv werden muss und auf die Barrikaden gehen. Ich glaube tatsächlich mittlerweile auch, das haben mir ein paar Zuschauer in die Kommentare geschrieben, dass das Betteln um Aufmerksamkeit ist, weil es ist nun mal ein sehr, sehr großes Spiel geworden mittlerweile, sehr, sehr viele User und sieht man auch an den Verkaufszahlen und alles, allein vom 15er und natürlich sorgt das für Aufmerksamkeit. Ganz einfach. Ich sollte eigentlich später eine Rechnung schicken für dieses produktplatzierte Video, was ich gemacht habe. Das hat nämlich unglaublich viele Klicks gebracht. Es ist echt übel. Das Video hat mittlerweile 8000 Klicks. Ja. Ja, Peter hat halt eine schlechtere PR-Aktion wie. Ich meine, ja, das, was sie zum Ausdruck bringen wollten, ist klar, aber das war halt wieder komplett am Ziel vorbei. Dass die auch nach jedem Strohhalm greifen, weil halt auch einfach die überwiegende Bevölkerung halt auf Fleisch isst und den Leuten das auch, glaube ich, egal ist, was mit deinen Schinken da passiert ist. Und ja. Wie gesagt, aber ich glaube eher, ich weiß nicht, ob Peter eher so bekehren will, aus allen Vegetarier und Veganer machen. Ja, also mich haben sie schon mal überzeugt. Moment, ich muss kurz Red Bull trinken. Wenn die Fischstäbchen, es ist trotzdem irgendwo Fisch. Nee, das ist alles. Das ist kein Vegan. Ja, das ist Biofisch, ja. Der lebt draußen auf dem Meer. Weißt du, was du zu deinem nächsten Geburtstag von mir bekommst? Biolachs? Nee. 10 Kilo Tofu. Kann man machen, ja. Was kann man da Schönes damit machen? Kannst du alles damit machen. Jegliche Geschmacksstoffe dran schütten und dann. Dann rein, kannst du es dir zu einem Schnitzel formen, dann denkst du, hast du Schnitzel, kannst du es zu einem Ei formen, was Mikrofon auch immer. Laden wir mal den Hotelier ein, ne? Vielleicht kriegen wir das irgendwie an die Wand gemacht, ne? Das ist eine neue Tapete. Sag mal, wo kriege ich denn hier Stroh aus unserem Hof? Beim Strohlager, das ist extra so ein eigenes Sache, mal so ein eigenes Ding. Ja. Am neuen Hof, oder wie? Oder muss ich dann. Achso, am neuen Hof, weiß ich nicht. Nein. Haben wir im neuen Hof Stroh eingelagert? Ich finde nichts. Haben wir wirklich eingelagert? Nee. Lass mich mal kurz rein. Ja, kannst du. Lager, denke ich mal, alles noch am alten Hof. Das wird alles noch am alten Hof sein. Kartoffeln, Hackschnitzel. Ja, ich finde aber auch nichts, wo man jetzt sagen kann, ich hol's hier raus. Sag mal. Was? Wurde gerade nicht gerichtet. Achso. Alglager, Saatgutlager. Da glaube ich diese Mischstation hier, ne? Was ist in der Mitte da? Was ist die Mischstation? Was waren das gleich nochmal hier in der Mitte? Seh dich leider nicht. Achso, da. Auf der Karte. Da ist das unser Früchtelager. Hier kannst du das reinkippen und dann kriegst du es da hinten aus dem Rohr wieder raus. Habe ich schon festgestellt, hier ist Mais und Weizen drin. Okay, und was ist das hier? Nochmal gewesen? Seh dich nicht, ich kann leider nicht sagen, wo hier du gegenüber? Bist. Gegenüber? Ja. Ja, was ist hier? Hier hinterwärts, ist... hinterwärts. Andere Richtung. Ist das Torf gehen? Ja. Da hier, was ist mit dem Silo da? Hier? Ja, hier kommt das ja raus. Hier kommt das Weizen und so raus. Ach so. Da war ich schon. Lager. Wo ist denn Stroh? Das ist echt eine gute Frage. Oder ist das vielleicht in dem Bereich, den wir noch nicht gekauft haben? Ne, das durften ja, wenn du da mal auf Vorschau gehst, das durften nur Lagerhallen sein. Ja. Sind nur Lagerhallen, ja. Ja, ja. Nur Gerätehallen. Unterstände. Denn hier das verkackte Strohlager, sag mir mal. Also das muss ich jetzt wieder nach unten, das
Förderband da aufstellen. Aber wir sind doch erstmal fertig. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.